Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, ich habe schon wieder ein Päckchen bekommen. Und im ersten Moment ist mir fast das Herz stehen geblieben, dass da wieder ein Päckchen kommt, von dem ich überhaupt nichts wusste, dass ich irgendwas bestellt habe. Aber nachdem ich den Absender gelesen habe und den Aufkleber da drauf, habe ich mich dann doch gefreut, denn es gibt wirklich noch immer nette Menschen in unserer Community. Genau, und zwar habe ich ein Päckchen bekommen vom lieben René, aka The Brick Boer. Ihr kennt den alle wahrscheinlich, der macht ja für den Thorsten, hat er für die Kittycraft die Sachen gemacht. Er macht selber Traktoren und sowas. Und er hat mir tatsächlich auch einen kleinen Porsche geschickt. Hier. Das hat mich unheimlich gefreut. Dann ist noch ein Aufkleber drin und noch ein Aufkleber von The Brick Boer. Und hier Kontaktdaten und hier noch eine Karte 0 bis 3 durchgestrichen. Und hier noch Schlüter, Traktorenwelt, Munibricks. Also, und ein Brief. Und den lese ich euch mal vor. Ich hoffe, ich darf ihn vorlesen. Aber ich denke schon, weil es ist ja ein netter und lieber Brief. In dem Umschlag ist dann noch die Anleitung drin. Ja, einmal hier, es ist ja nur so ein kleines Modell, das bauen wir dann gleich mal schnell auf. Und noch ein paar, da kriegst du 5% Vorbestellerrabatt mit dem Code KRONE. Ja. Und hier, was haben wir da? Brickboer.de. Brickboer.de Kids startet 2025 mit einer Miniserie aus 6 kleinen, aber feinen Sets für große und kleine Baumeister ab 4 Jahre. Unsere neue Marke steht für die bekannte und bewährte Qualität unserer Sets und ist ganz darauf ausgelegt, bespielt und entdeckt zu werden. Vorbesteller dürfen sich wie immer über einen tollen Rabatt freuen. Bis zur Erscheinung sind die Sets mit einem Rabatt von 10% erhältlich. Wir freuen uns auf deine Bestellung und wünschen viel Spaß beim Bauen. Ja. Genau, dein René. Finde ich cool. Das sind so eine kleinen Traktoren. Warte mal, auf der Seite sieht man es tatsächlich. Serie 1. Ist das aufklappbar? Ja, nee. Serie 1. Das seht ihr mal. Mit Kühe und was weiß ich, was da noch alles ist. Ich halte es mal ein bisschen in die Kamera, dann kann man es besser sehen. Wenn mein Fokus jetzt hat. Ah. Klar ist er mit der Briefmarke da drauf und finde ich wunderbar. Also, ja, ich hoffe, René, wenn du das sehen solltest, hoffe ich, dass wir uns in Nürnberg sehen, wieder auf der Spielwarenmesse. Würde mich sehr freuen. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich lese jetzt es euch mal kurz vor, was er mir geschrieben hat. So ein paar Zeilen sind es. Moin Jürgen, lass dich nicht ärgern von irgendwelchen komischen Leuten. Diese Menschen sind mit sich selbst und ihrem Leben nicht zufrieden und müssen ihren Frust an anderen rauslassen, um glücklich zu werden. Ich dachte mir, ich schicke dir mal was Kleines zu bauen. Ja, klein, aber nur, weil ich dir zeigen möchte, dass man auch aus wenigen Standards schon etwas Schönes, Erkennbares bauen kann. Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Grüße, René, und viel Spaß beim Bauen. René, vielen, vielen lieben Dank. Also das hat mich sehr, sehr gefreut und ich habe fast ein paar Tränchen verdrücken müssen, dass es wirklich noch Menschen gibt, die, also was heißt noch Menschen gibt, unsere Community ist ja eigentlich, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ne? Wir sind gut miteinander und es gibt anscheinend immer mal wieder Leute, die einem das nicht gönnen und naja, so einen hatte ich nun mal erwischt. Gut, jetzt machen wir das, bauen wir das mal schnell auf. Würde ich sagen, die paar Teile soll ja nicht allzu lange dauern. Jetzt hätte ich fast einen Reifen verloren. Ja, aber das hat mich echt gefreut, dass der René mir da was geschickt hat zum Bauen. Ein bisschen finde ich einfach nett. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, was ich da brauche, und ob ich es finde und wo ich es finde. Warte
warte mal, jetzt muss ich mal gucken hier. Noch ganz genau habe ich das jetzt noch nicht. Habe ich das nicht raus, wie das hier funktioniert. Gott, bin ich jetzt dusselig oder was? Also, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und noch eins davon irgendwo sichtbar. No? Ja, wenn es so weitergeht, dann dauert das Video doch länger als geplant. Aber das wollen wir ja nicht hoffen. Jetzt sage mal, bin ich jetzt blöde? Da brauche ich doch zwei davon, oder sehe ich das verkehrt? Zap, zap, ja, ich brauche da zwei davon. Ach, da ist es ja. Mensch, die Augen, es sind schon nur so wenig Teile, ne? Ich sag's euch, Leute. So, aber jetzt, ja, jetzt geht's los. Also, zack. Zack. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann haben wir einmal das. Jetzt muss ich erstmal schauen, was da vorne reinkommt. Ist das eine Dingens oder eine Fliese? Das ist natürlich jetzt schlecht zu erkennen. Warte mal, dreht man das mal irgendwo? Weil ich nicht weiß, ob das ein Plate ist oder eine 1x2 Fliese. Kann ich euch nicht sagen jetzt. Da haben wir zwei Stück davon und von den Fliesen habe ich nur eine. Mal sehen, ob ich das irgendwo brauche. Also ich denke mir mal, das wird eine Fliese sein, die da rankommt. Also mache ich jetzt erstmal. Werden wir dann schon sehen, wenn es verkehrt ist, dann mache ich halt noch eine. Dann wechsle ich halt aus. So. Wo haben wir jetzt? Da. Genau, das kommt jetzt hier hin. So. Auf die Seite kommt das hier hin, genau, und noch einer davon, ne, wartet mal, das ist hier eine, das ist so eine hier, oder, schätze ich mal, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist, dann kommt einmal das da drauf. Und was brauche ich noch? Das darauf. So. Genau. Dann brauchen wir das. Ein davon und warte mal, das hier. Oh, wird doch länger als gedacht hier, wenn das so weitergeht. Ich habe gedacht, das kriege ich ruckzuck hier gebacken, aber leider ist dem nicht so. Aber jetzt sind ja nicht mehr so viele Teile. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das hat. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. So, jetzt brauchen wir das. Genau, einmal. Der kommt hier ran. Der kommt hier ran. Und dann können wir nämlich die Lampen vorne schon machen. So. Einmal. Zweimal. No, bist du? Ach so. Genau. Dann, jetzt geht's weiter, kommt das dahin?
Warte mal. Nee, ich glaube, da kommt noch hier erstmal einer da dazwischen. Dann kommt das schon eher hin. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das hier richtig baue. Hä? Und das hier, wo kommt denn das hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, René, das tut mir leid. Alter Schwede, was mache ich hier eigentlich für ein Zeug zusammen? Ich habe oh weh, Leute, ich habe hier einen Bauschritt übersprungen. Ich Heiner. Also wisst ihr, manchmal, ne? Das ist so, wenn man schnell, schnell machen will, dass das Video nicht so lang wird, ja? Dann jetzt weiß ich auch nicht, warum das oben nicht gepasst hat. Aber jetzt habe ich es dann doch richtig. So. So, jetzt stimmt es. Jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt muss das hier wieder dran. Allerdings ohne den jetzt natürlich. So. Wobei ich da immer noch nicht ganz sicher bin. Also ich glaube, das kommt hier unten noch ran. Denke ich. Dass man da einen bündigen. Jawohl, so schaut das nämlich ganz gut aus. Und oben drauf kommt jetzt die 2x4 Fliese. Richtig. Und dann haben wir tatsächlich hier vorne die Front fertig. Schon. Nach 12 Minuten. Heieieiei. Weiter geht's. Läuft die Kamera noch? Läuft das noch? Ja, ich muss mal kurz gucken, das da. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir das. Das kommt wahrscheinlich da hinten dran, wenn ich das richtig sehe. So. Eventuell. Ich denke, das ist so. Oder? Und das so? Ach Leute, das tut mir so leid. Aber ich habe mich das schon wieder vertan, glaube ich. Auf jeden Fall ist die Klemmkraft super. Das steht fest. So, jetzt warte mal. Also. So. Nee, das ist irgendwie noch nicht richtig, so wie ich das mache hier. Also warte mal, das muss dann so sein. Ich denke, dass das so richtig ist. Jetzt ich hab's hoffentlich bald. Alter Schwede, was ist denn das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, ob das hier da richtig ist, dass das da drauf kommt. Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich weiß es nicht, Freunde.
Wo kommt denn der Dreier hin? Also irgendwie. Irgendwie bin ich mir da jetzt ziemlich. Nützlich. Ich mache jetzt mal aus, bevor das hier ewig dauert, versuche ich das da hinzukriegen. Ich meine, ihr seht es ja, ich stelle mich da ein bisschen dusselig an, aber ich werde es schon hinkriegen. So, Freunde, ich habe es dann doch zusammenbekommen. Ging jetzt dann wirklich 2 Minuten, dann war es jetzt fertig. Man muss halt nur mal richtig gucken und ja, jetzt ist er fertig, der Porsche. Ich glaube, das war ein Porsche, wenn ich mich nicht irre. Porsche Diesel AP22, genau. Wirklich ein süßes Modell. Das kriegt natürlich da hinten bei mir, bei den Sachen, die ich da von den anderen Community-Mitgliedern und Freunden bekommen habe, kommt der natürlich einen Ehrenplatz. Vielen Dank, lieber René. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist zwar noch ein bisschen früh, aber ja, ich möchte dir das auch auf diesem Wege dann schicken. Vielen Dank und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und wir sehen uns in meinem nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Paul.